Wir sind auch froh, dass wir ganz viele Bilder gemacht haben. Speziell meine Frau hat ganz viele Bilder gemacht. Die helfen an manchen Abenden, an manchen Tagen sehr gut, um so ein bisschen aus dem Loch rauszukommen. Kjell beim Shooting mit seinen Eltern und seinem älteren Bruder Mika. Rund ein Jahr vor seiner Krebsdiagnose. Für Michelle, Gerdes Lampe und ihren Mann Christian einfach schöne Erinnerungen. Ja, das waren Zeiten, wo es Kjell einfach auch gut ging und wir eine gute Zeit hatten. Am 28. Oktober 2021 wendet sich dann das Blatt. Auf einmal waren unsere Jungs unten am Spielen, Basketball spielen. Und dann kam meine Mutter hoch und sagte, dass unserem Sohn, also Kjell, es ganz schlecht geht, er zusammengebrochen wäre. Nach wenigen Tagen steht die Diagnose fest. Kjell hat einen Hirntumor, die bösartigste Form, die es gibt. Die Prognosen sind schlecht. Aufgeben ist für seine Eltern aber nie eine Option. Das war so eher der Ansporn, okay, jetzt ist recht, jetzt gucken wir, dass wir irgendwie was finden, was ihm hilft. Und wir schauen im Internet nach, wir korrespondieren mit Ärzten, wir sprechen mit unseren Ärzten, wir sprechen aber auch mit Ärzten aus anderen Kliniken. Wir holen uns Meinungen aus allen Herren Ländern ein. Gegen die Schwellung in seinem Gehirn bekommt Kjell Cortison mit all seinen Nebenwirkungen. Das hat unglaublich viel mit ihm und seinem Körper gemacht. Also er hat ganz viel Wasser eingelagert, er hat Diabetes entwickelt, er hat nachher eine Osteoporose im Rücken gehabt. Zur Behandlung gehören auch mehrere OPs und Chemotherapien. Aufgeben ist aber auch für Kjell kein Thema. Er hat immer gesagt, Details zu der Krankheit will er nicht wissen. Chelsea hat er den Tumor genannt, warum auch immer. Chelsea muss raus und dann gehe ich Fußball spielen. So. Das war immer sein Ziel. Er hat auch noch mal wieder Fußball gespielt. Trotz der kräftezehrenden Krebstherapie gibt es besondere Momente, an die sich seine Eltern gern zurückerinnern. Zum Beispiel der Tag von Kjells Erstkommunion. Er war unglaublich aufgeregt. Er durfte auch eine Fürbitte vorlesen. Und er hat sich einfach super gefreut. Er hat in der Kirche so laut mitgesungen, dass wir alle etwas schmunzeln mussten. Und er ist eigenständig mit seinem roten Rollator, der musste rot sein, ist er in die Kirche reingegangen. Und das war sein Ziel. Er wollte selber in die Kirche reingehen, so wie alle anderen Kinder auch. Und das hat er auch geschafft. Und da war er unglaublich stolz. Also es war total schön, auch für uns zu sehen, weil er war so stolz, dass er sein Ziel erreicht hatte. 4 Monate später verliert Kjell im Alter von 9 Jahren den Kampf gegen den Krebs. Was seiner Familie bleibt, sind die Erinnerungen an ihn. Mittlerweile ist ihr Sohn mehr als ein Jahr tot. Es ist einfach nach wie vor schwer. Also es gibt Tage, die funktionieren besser. Es gibt aber auch ganz viele Tage, die funktionieren nicht. Also ja, es ist so ein Auf und Ab. Und gerade dann Mika auffangen ist natürlich noch mal schwierig, wenn man selber trauert und dann das Kind trauert und man kann ihm ja auch nicht wirklich trösten. Also wir können ihm nur immer wieder sagen, dass wir wissen, dass er ihm fehlt und dass wir für ihn da sind, aber wir wissen ja auch, dass wir seinen Bruder nicht ersetzen können. Aber was dem Paar hilft, ist anderen zu helfen, andere Eltern und ihre schwerkranken Kinder zu unterstützen. Nicht nur deshalb sind Michelle Lampe-Gerdes und ihr Mann Christian dabei, den Verein Kjells Wunderland zu gründen. Wir haben einfach gesagt, alles das, was wir durchgemacht haben, kann ja jetzt nicht umsonst gewesen sein. Also wir haben so viel gemacht und getan und so viele Kontakte hergestellt und uns ein Netzwerk aufgebaut, dass wir finden, das ist zu schade und zu wertvoll, das jetzt einfach nicht für andere Familien zu nutzen. Deshalb haben sie auch den Landkreis Cloppenburg mit ins Boot geholt, der den Unterstützungsbedarf auch erkannt hat. Christoph Essing und seine Kollegen planen für Anfang 2024 eine Koordinierungsstelle für Hospiz- und Palliativnetzwerke zu besetzen. Die hat zum Ziel, dass alle Bürgerinnen und Bürger bestmöglich informiert werden, also natürlich auf Landkreis Cloppenburg-Ebene. Und natürlich auch die Fachkräfte vor Ort mitgenommen werden, die Ärzte, die Pflege und alle Akteure, sage ich mal, die in diesem Bereich tätig sind. Und das soll alles verzahnt werden. Darüber hinaus sammeln Kjells Eltern auch Spenden. An seinem ersten Himmelsgeburtstag kamen so mehr als 2.000 Euro für die Deutsche Kinderkrebsstiftung und die Krebsforschung zusammen.
Und aktuell bereitet die Familie mit dem Museumsdorf Kloppenburg die Spendenaktion 1000 Sterne leuchten für dich auf dem Nikolausmarkt vor, der morgen startet. Dabei werden diese Sterne für 10 Euro verkauft. Also wir verkaufen die Sterne. Die kaufen, kaufen die für verstorbene Personen. Die Erlöse spenden Mika und seine Eltern an zwei Krebsorganisationen. Christian Lampe und seine Frau sind sich sicher, auch wenn Kjell nie gerne im Mittelpunkt stand. Das Engagement der Familie, auch in seinem Namen, wäre ganz in seinem Sinne. Noch mehr Videos aus Niedersachsen und Bremen findet ihr hier auf unserem RTL Nord YouTube-Kanal. Einfach jetzt abonnieren.